Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Turntable. Was ein Turntable ist, müssen wir euch hoffentlich nicht erklären. Und dass Turntables fest mit dem DJing verbunden sind, ja wahrscheinlich auch nicht. Das ist natürlich auch immer das Klischee, der DJ mit seinem Mixer und den zwei Turntables. Deswegen steigen wir direkt mal ein und klären euch auf, was denn heutzutage Turntables alles so drauf haben und warum sie vielleicht auch für euch interessant sind. Denn Turntables können ja nicht mehr nur klassisch benutzt werden, um analoge Platten aufzulegen, sondern auch für DVS, also Digital Vinyl System. Was das ist, dazu kommen wir noch später. Im Prinzip verbindet man hier digitales und analoges Auflegen miteinander. Wichtig ist, dass nur Turntables mit Direktantrieb fürs DJing geeignet sind. Es gibt da zum Beispiel noch den Riemenantrieb, den empfehlen wir aber auf jeden Fall nicht, also wir raten deutlichst davon ab. Die sind zwar billiger, aber es wird sich nicht lohnen, die paar Euro zu sparen. Beim Direktantrieb ist nämlich der Vorteil, dass der Motor, der den Plattenteller antreibt, direkt unterhalb, im Prinzip unter der Achse vom Plattenteller liegt und er den Plattenteller eben auch direkt antreibt und nicht wie der Riemenantrieb zum Beispiel eben noch versetzt über einen Riemen. Das sorgt für eine sehr geringe Gleichlaufschwankung, für ein sehr starkes Drehmoment und gut ist da dann eben, dass der Turntable schnell anläuft und auch schnell wieder abstoppt, was eben sehr wichtig ist, wenn man gut mit einem Turntable arbeiten möchte, so wie DJ das eben tun. Und schön ist eben zum Beispiel auch, wenn ihr die Platte anhaltet, eure Hand eben auf die Platte legt, dass sich der Plattenteller darunter eben relativ ungestört weiter dreht und wenn ihr loslasst, dass er die Platte auch wieder schnell mitnimmt und zu seiner Ausgangsgeschwindigkeit zurückfindet oder sie vielleicht auch gar nie verloren hat, weil er eben so einen guten, kräftigen Antrieb hat. Ja, der Turntable braucht aufgrund der Schwäche des Signals, das vom Tonabnehmer kommt, eine Erdung im Prinzip. Das hatten wir beim Mixer ja schon mit der Erdungsschraube, die sich immer hinten befindet. Da habt ihr eben ein kleines Kabel, das ihr da anschließen müsstet. Und das ist kein Riesending. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass ihr das macht, denn das sorgt eben für den Potentialausgleich zwischen den Geräten. Ja, wenn ihr einen Turntable benutzt, dann braucht ihr auf jeden Fall auch einen Vorverstärker, weil eben das Signal so schwach ist. Das habt ihr dann entweder im Interface oder im Mixer. Je nachdem müsst ihr eben schauen. Aber wenn ihr den Turntable zum Beispiel an den Line-Eingang anschließt bei eurem Mixer, dann wird da ein sehr schwaches Signal nur rauskommen, sagen wir jetzt mal. Ja, ein Turntable ist natürlich jetzt ein Gerät mit nicht einer ganz großen Funktionsvielfalt, wie zum Beispiel ein CD-Player oder auch der Mixer. Aber klar, im Intro schon erwähnt sozusagen, er ist fest mit dem DJing verbunden. Gerade Turntablism baut ja darauf auch auf, was auch ein ganz wichtiger Bestandteil der DJ-Kultur ist. Und ja, man hat auch einfach ein besondereres Gefühl im Prinzip, eine bessere Bindung zur Musik, wenn man wirklich mit einer Schallplatte auflegt. Der Musikkonsum ist einfach ein anderer. Und deswegen sollte man Turntables nicht einfach nur zum alten Eisen im Prinzip abschreiben, sondern hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Zu den Funktionen, ganz typisch ist natürlich der Pitch Fader. Das ist ein Schieberegler, der eben ja die Abspielgeschwindigkeit kontrolliert. Und der Grad der Veränderung, wenn ihr eben den Schieberegler betätigt, der wird nicht in BPM angegeben. Da habt ihr eine Zahlenreihe im Prinzip dann nebendran, sondern das ist die Geschwindigkeitsänderung in Prozent. Das ist ganz wichtig. Also ihr könnt nicht davon ausgehen, wenn ihr den Pitchfader um 6 erhöht zum Beispiel, dass das Lied dann 6 BPM schneller läuft. Dem ist nicht so. Aufpassen müsst ihr vor allem, wenn euer Turntable kein Keylock hat. Dazu kommen wir dann hier noch, dass sich bei plus minus 6% Geschwindigkeitsänderung
dann auch die Tonhöhe verändert, und zwar um einen Halbton. Und gerade wenn ihr Mix in Key mixen möchtet, also eben die Tonhöhen aufeinander ja abgestimmt sind, dann ist das wichtig zu beachten. Denn so kann es ja eben nicht mehr Mixed in Key sein. Ja, schön ist, wenn der Pitch Fader keinen Nullpunkt hat, sozusagen, wo er einrastet, also in der Mitte. Denn ansonsten wird es ja sehr schwierig, direkt um diesen Nullpunkt dann noch die BPM anzugleichen. Denn ja, er möchte ja immer wieder in diese Nullrasterung reinspringen. Deswegen gute Turntables, teurere Turntables haben diese Rasterung nicht, sondern lediglich ein Lämpchen, das aufleuchtet, wenn man an der Nullstellung ist zum Beispiel. Ja, das Ganze nennt man dann auch Quarzlock. Und viele Turntables haben einen Tempo-Reset-Button. Das heißt eben, das Tempo springt einfach wieder zurück, wie der Name das Ganze auch schon ja, gut beschreibt. Genau, es gibt noch die Möglichkeit bei manchen Turntables, dass ihr die Range des Pitch-Faders individuell einstellen könnt. Das heißt, standardmäßig wäre es zum Beispiel plus minus 8. Aber es geht genauso auch plus minus 10, plus minus 16 bis zum Beispiel plus minus 50. Das ist natürlich dann schon eine sehr große Spannweite, und die könnt ihr dann auch einfach mit Buttons am Pitch-Regler einstellen. Genau, zum Keylock noch. Keylock ist wie in der Software auch, dazu dann eben ja im nächsten Kurs, eine Funktion, die dafür sorgt, dass die Tonhöhe des Tracks die Ausgangstonhöhe, die Originaltonhöhe bleibt, obwohl ihr eben die Geschwindigkeit, wie der Track abgespielt wird, verändert. Denn normalerweise ist es ja so, spielt ihr einen Track schneller ab, steigt die Tonhöhe, und umso langsamer ein Track abgespielt wird, umso tiefer wird die Tonhöhe. Das ist auf jeden Fall dann auch ein nützliches und cooles Feature. Außerdem habt ihr das Stroboskop-Licht. Das ist eine Kontrollleuchte für den Gleichlauf des Motors und der Pitch-Fader-Einstellung. Das findet ihr dann meistens links unten, sagen wir jetzt mal. Sehen wir dann sowieso gleich noch in der Praxislektion. Und die leuchten auch eine Punktmatrix sozusagen am Rand des Plattentellers an. Und die Punkte bewegen sich unterschiedlich, das ist im Prinzip eine Art optische Täuschung, je nachdem wie schnell der Plattenteller läuft, und deswegen ist es auch noch ein gutes optisches Feedback. Ja, neben diesem Stroboskop-Licht und der Play-Pause-Taste, die wir hoffentlich nicht erklären müssen, findet ihr meistens dann noch die Buttons, die die allgemeine Abspielgeschwindigkeit des Plattentellers vorgeben. Die ist nämlich dann unabhängig vom Pitch-Fader, also ihr könnt zum Beispiel in 33 ein Drittel Umdrehungen pro Minute den Plattenteller abspielen lassen und dann eben da von diesem Punkt aus im Prinzip dann die Geschwindigkeit mit dem Pitch-Fader nochmal einstellen, aber das Ganze natürlich auch bei 45 oder sogar bei 78. RPM steht für Revolutions per Minute, also eben Umdrehungen pro Minute. Und das müsst ihr je nachdem einstellen, mit welcher, Art von Platte ihr auflegt. Denn es hängt davon ab, wie die Platten gepresst wurden. Ihr habt bei 33 ein Drittel Schallplatten, habt ihr eine geringere Rillenbreite, und deswegen habt ihr mehr Inhalt, und deswegen muss die Platte auch langsamer abgespielt werden. Deswegen eben nur 33 ein Drittel Umdrehung pro Minute. Oh, das ist eben typisch für Longplayer, also LPs, und 12-Inch-Singles. Und bei 45 Umdrehungen pro Minute eignet sich das eben am besten für die 7-Inch-Singles und EPs. Und 78 findet ihr auf wenigen Schallplattenspielern, ist auch eher zu vernachlässigen, weil das ist eher nur für ganz, ganz alte Schallplatten. Ja, die Nadelbeleuchtung, auch Target Light oder Pop-Up Light genannt, weil es eben auch rausfährt sozusagen aus dem Turntable. Das ist eine Kontrollleuchte, die üblicherweise weiß ist. Es gibt aber auch Umbauten in anderen Farben, das ist dann euch überlassen. Und die ja kontrolliert, oder besser gesagt macht es für euch leichter zu kontrollieren, ob die Nadel auch wirklich optimal auf der Platte aufliegt, weil dieses Licht eben genau auf den Tonabnehmer strahlt. Außerdem könnt ihr dann noch sehr gut die Position der Nadel auf der Schallplatte erkennen, denn ihr seht ja auch auf der Schallplatte selber, wenn ihr die anschaut, im Prinzip die Liedstruktur, je nachdem,
Und das könnt ihr dann natürlich auch sehr leicht dadurch kontrollieren. Ja, dann gibt es noch die Slip Mat. Das ist eine Filzauflage, die ihr zwischen den Plattenteller und die Vinyl legt. Die soll eben die Schallplatte vor Beschädigungen schützen. Das wäre ja katastrophal, wenn man das direkt auf dem harten Metall oder Plastik eben die Platte bewegen würde. Deswegen braucht man da ja auf jeden Fall einen Schutz. Üblicherweise eben klassischerweise aus Filz. Es gibt aber auch andere Materialien. Und das sorgt auch dafür, dass wenn die Platte angehalten wird, also ihr die Hand auf die Platte legt, dass die Platte eben angehalten ist und der Plattenteller darunter sich aber trotzdem weiter drehen kann, was wiederum den Vorteil hat, dass wenn ihr die Platte loslasst, sie direkt wieder auf der Abspielgeschwindigkeit des Plattentellers ist. Ja, ihr müsst da vorsichtig sein, wenn ihr bedruckte Slipmats habt, dass sich da ja keine Farbe oder irgendwelche Brösel löst. Also schaut, dass das eine gute Qualität ist, denn ihr wollt ja nicht, dass euer Vinyl deswegen leidet. Es gibt dann noch den Single Puck, der ist meistens links oben. Das ist eine kleine Scheibe mit einem Loch. Sehen wir auch dann eben in der Praxis-Variante gleich noch. Das ist ein Adapter, der für die 45 RPM Platten gemacht ist. Die haben nämlich ein besonders großes Loch, nicht nur eben ein ganz kleines in der Mitte, sondern eben ein größeres. Und hier braucht man eben diesen Adapter, dass die Platte richtig abgespielt werden kann. Den steckt man dann eben auf dieses kleinere Löchlein in der Mitte vom Plattenteller und dann wird das große Loch der Schallplatte auch voll ausgefüllt. Man kann diesen Single Puck natürlich auch auf Platten auflegen, die mit 33 1/3 Umdrehungen pro Minute laufen und eben ein kleines Loch haben, um diese ja besser zu fixieren. Aber das ist üblicherweise zu vernachlässigen. Wenn ihr Turntables ohne verstellbare Pitch Fader Range habt, also eben diese Buttons, bei denen ihr wechseln könnt, zum Beispiel zwischen plus minus 8 und bis plus minus 50, dann habt ihr bei einigen Turntables noch theoretisch die Möglichkeit, dass ihr das Ganze aufschraubt und sozusagen den Standard-Pitch-Umfang manuell eben intern im Gerät verschiebt sozusagen. Ihr könnt zwar die Range an sich nicht verändern, aber ihr könnt den Nullpunkt verschieben. Das heißt, an der Nullstelle, die eben klassisch ja dann auch am Turntable markiert ist, auf dem Gehäuse ist dann nicht mehr die 0, sondern zum Beispiel die plus 2, dass eben das obere Ende nicht plus 8 ist, sondern sogar plus 10. Dafür verliert man halt nach unten 2 auch wieder. Das heißt, man kann nicht in die entgegengesetzte Richtung auf 8, sondern nur noch bis 6, weil der Umfang an sich immer noch derselbe ist. Das macht man halt eventuell, weil man diesen Umfang in einer Richtung erweitern möchte, weil man das braucht. Aber das ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen, denn das ist ja nicht so leicht, das Ganze umzustellen. Es ist ja auch umständlich, es wieder zurückzustellen. Es ist auch schwierig, dann wieder den Nullpunkt zu treffen überhaupt. Das ist üblicherweise, wenn bei plus 6% die oberste Reihe des Punktreliefs am Plattentellerrand angeleuchtet, der vom Stroboskoplicht vermeintlich stillsteht. Aber eben, das ist alles nicht so einfach und außerdem kann es ja auch Verwirrung stiften, weil ihr es vielleicht selber nicht mehr wisst oder umgekehrt, wenn ihr zum Beispiel einen nachfolgenden DJ habt oder diesen Turntable verkauft und so weiter und so fort. Diese Leute wissen es dann nicht. Deswegen, diese Funktion gibt es. Ja, möchten wir hier der Vollständigkeit halber erwähnen, aber auf jeden Fall passt da auf. Manche Turntables haben noch eine doppelte Play-Pause-Taste, das heißt eben in zwei Ecken findet ihr diesen Button. Das ist besonders hilfreich für Turntable-Lists, die ja den Plattenspieler hochkant normalerweise aufstellen und nicht klassisch. Dafür, dass eben dann auch immer eine Play-Pause-Button in der Nähe ist sozusagen. Es gibt dann noch den Pitchband. Pitchband bedeutet eben Abbremsen und Beschleunigen des Plattentellers. Findet ihr aber genauso auch beim CD-Player. In, sagen wir mal, feinen Dosen. Das könnt ihr natürlich manuell machen, indem ihr den Plattenspieler immer wieder etwas anschiebt, sei es das auf der Oberfläche oder am Plattentellerrand oder auch manche drehen im Prinzip an dem Mittelpunkt des Plattentellers, der noch etwas aus der Platte hinausragt.
Umgekehrt natürlich auch mit dem Abbremsen könnt ihr ja, am Plattentellerrand leicht abbremsen oder ihr bremst eben am Mittelpunkt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das ist eben Pitch Bend genannt. Und einige Turntables haben auch die Möglichkeit, dass sie zum Beispiel eine kleine Plus-Minus-Taste noch am Pitchfader haben, in der das auch in geringen Dosen durch Betätigung dieses Buttons gemacht wird. Also ja, das braucht man dann natürlich, um Tracks, die eigentlich schon von der BPM her aneinander angeglichen sind, nochmal sehr fein aufeinander abzustimmen. Denn wenn man die Tracks nicht ganz perfekt parallel zueinander loslässt sozusagen, dann laufen sie zwar an sich beatsynchron, aber nicht ganz taktsynchron. Und so kann man dann wirklich ganz genau nochmal die Schläge aufeinander legen. Einige Turntables bieten außerdem die Möglichkeit, die Brake einzustellen, also die Bremse, wie es ja auch so schön im Englischen heißt. Das heißt, wie schnell läuft der Plattenteller an und wie schnell bremst er ab. Je nachdem, wenn die Bremse halt sehr hart eingestellt ist, dann stoppt der Plattenteller fast augenblicklich, sobald man den Play-Pause-Schalter betätigt. Wenn sie sehr weich eingestellt ist, dann läuft sie halt langsam aus. Das ist auch dieser typische Vinyl-Break-Effekt. Kommen wir dann noch zum Key-Lock, vorhin schon mal kurz erwähnt. Und zwar eben ja, fixiert dieser Turntable dann sozusagen die Tonhöhe eures aktuellen Tracks. Und die wird sich dann auch nicht verändern, auch wenn ihr die Abspielgeschwindigkeit, die Umdrehung ja, vom Plattenteller zum Beispiel erhöht oder verringert. Besonders wichtig eben für Mixed in Key. Umgekehrt natürlich, wenn ihr durch eine Geschwindigkeitsveränderung eine Veränderung der Tonhöhe erzeugen möchtet, damit sich eben die Tonhöhe extra ändert, damit sie dann zur Tonhöhe des anderen Tracks passt, muss das natürlich ausgestellt werden. Kommen wir dann noch zu den Anschlüssen. Und zwar gibt es ganz klassisch Cinch. Das steckt ihr dann eben hinten in den Mixer rein. Eventuell ist es eben Line oder Phono, je nachdem. Müsst ihr mal schauen, welche Einstellungsmöglichkeiten euer Turntable da hat. Dann gibt es noch USB Typ B. Das wird dann vor allem zum Digitalisieren von Platten verwendet. Das heißt, ihr könnt den Turntable auch direkt sogar an euren Laptop anschließen. Außerdem haben manche Turntables einen digitalen Audio-Output. Ja, ich sage jetzt mal ähnlich wie Cinch, eben einfach das Audiosignal geht raus, nur die Übertragungsart ist im Prinzip eine andere. Und das war es dann im Prinzip auch schon mit den Anschlüssen. Das ist beim Turntable auf jeden Fall nicht so spektakulär. Kommen wir jetzt noch zu weiteren Themen, die auch mit dem Turntable zusammenhängen. Und das ist zum Beispiel die Nadelkunde. Und zwar müsst ihr natürlich ganz klar, wenn ihr den Sound von eurer Schallplatte übertragen möchtet, den Ton ja irgendwie abgreifen. Und das funktioniert ja mit der Nadel. Die steckt in einem System. Das System wandelt dann eben alles um. Dazu dann gleich auch noch mehr. Und so fließt dann das Audiosignal durch den Turntable in den Mixer zum Beispiel. Es wird zwischen zwei Nadelarten unterschieden. Und zwar ist es zum einen die elliptische, oft dann auf Verpackung zum Beispiel mit E abgekürzt. Und die elliptische Nadel ist die ja, lautere Nadel von beiden. Die andere Nadel ist die sphärische, dazu gleich dann noch mehr. Liefert eine sehr gute Klangqualität und hat eine sehr große Abtastrate. Negativ im Prinzip dadurch ist halt, das kommt nicht von ungefähr, denn dadurch, dass es eine große Abtastfläche hat, damit es eben sehr laut sein kann und eine gute Klangqualität hat, ist die Abnutzung von der Nadel und der Vinyl auf jeden Fall auch auf ganzer Rillenfläche und deutlich größer. Und braucht aber dafür wiederum positiverweise eine geringere Auflagekraft. Die Zielgruppe ist daher die ja, elektronische Musik oder im Prinzip ja, Klangfanatiker, DJs eben, die einfach nur die Musik von der Platte ganz normal abspielen. Das kann natürlich auch von anderen Genres sein, aber eben keine Turntablists. Wir haben das Ganze grafisch für euch mal aufbereitet, dass ihr euch das vorstellen könnt. Elliptisch heißt eben nicht rund, sondern klar elliptisch. Und wenn das hier die ja, Rille auf der Schallplatte ist, dann wandert ja diese elliptische Nadel hier
so durch diese Rille durch. Und ihr seht ja schon, dass sich das hier sehr gut an dieses Relief sozusagen anpasst. Weswegen eben die Abtastfläche besonders groß ist und eine besonders gute Klangqualität erreicht werden kann. Im Vergleich dazu eben die sphärische oder auch konische Nadel, oft mit S abgekürzt. Die ist leiser und hat eine geringere Klangqualität, weil eben die Abtastfläche geringer ist. Braucht auch eine erhöhte Auflagekraft, hat dadurch aber wieder eine hohe Rillenfestigkeit, eben auch durch die erhöhte Auflagekraft, was wiederum für einen erhöhten Verschleiß sorgt. Ja. Die Zielgruppe sind da auf jeden Fall Turntablists, weil die sind darauf angewiesen, dass die Nadel bombenfest in der Rille sitzt und weniger, dass jetzt die Klangqualität absolut perfekt ist. Das Ganze sieht dann eben so aus, wenn die Nadel rund ist, dann sieht man ja hier schon, dass sich das Ganze nicht mehr so perfekt eben in dieses Relief einfügt und deswegen hat das eben zur Folge, dass es ja eine geringere Abtastfläche hat, dadurch geringere Klangqualität, weil man dieses Klangspektrum ja gar nicht komplett richtig ausnutzen kann und ja, so ist im Prinzip der Unterschied zwischen diesen beiden. Wichtig ist, dass ihr Schwingungsdämpfer unter den Turntable baut, gerade eben bei großen Veranstaltungen, wo am besten dann noch die Bassboxen direkt unter eurem DJ-Pult sind. Zu Hause braucht ihr das natürlich weniger, dass ihr eben da Schwingungsdämpfer einbaut sozusagen. Bei vielen Clubs wird es so gemacht, dass man eine große, schwere Steinplatte unter das Gerät stellt. Und es gibt aber zum Beispiel auch kommerzielle Lösungen, das heißt spezielle Luftkissen zum Beispiel oder aber auch Spezialfüße, die besonders gut eben Schwingungen abfangen können. Ganz klar soll es natürlich nicht passieren, dass die Nadel springt, denn dann stockt der Ton oder das Lied ist natürlich auf einmal an einer ganz anderen Stelle und deswegen ist es eben besonders wichtig, dass ihr das vermeidet. Wenn die Nadel trotz dessen immer noch springen sollte, dann passt mal auf, wie ihr die Schallplatte bewegt sozusagen, schaut, dass sie in Anführungszeichen mit dieser natürlichen Bewegung der Schallplatte geht und nicht einfach hektisch und unkontrolliert da drauf greift und vor allem auch nicht zu ruckartig. Außerdem könnt ihr das Auflagegewicht am Tonarm noch erhöhen, dazu auch gleich noch mehr, und die Tonarmhöhe korrigieren, nämlich zum Beispiel eben absenken. Außerdem kann es dann natürlich auch noch sein, dass eure Schallplatte oder auch die Nadel bereits extrem verschlissen sind, weswegen es einfach gar keinen richtigen Halt mehr gibt. Dann muss man es natürlich auswechseln oder hoffentlich, insofern es keine besonders wertvolle Platte ist, eine nachkaufen. Ja, wichtig ist beim Umgang mit Platten, dass ihr die regelmäßig reinigt. Das erhält die Schallplatte und die Nadel und genau das wollen wir, denn eben Vinyl ist ja keine MP3, die vielfach vervielfältigbar ist und gerade bei besonderen Stücken ist es wichtig, dass ihr auf eure Platten aufpasst. Eine Nadel kann man zwar relativ leicht ersetzen, kostet aber auch Geld, von daher gilt es auch, das zu vermeiden. Das Problem ist ja, dass durch diesen Prozess, dass die Nadel durch diese Rille wirklich kratzt, dass ja extrem hohe Reibungswärme entsteht und die kann bis zu 150 Grad erreichen und sich so der Dreck natürlich besonders in diese Platte einbrennt fast schon. Deswegen wichtig, dass ihr vor jedem Spielen die Plattenbürste benutzt und die Platte einfach mal abspielt und diese Plattenbürste dann eben an die Platte haltet und so den Staub wie runterfegt sozusagen. Wichtig ist dabei, dass die Fasern dieser Plattenbürste aus Carbon sind, dass sie antistatisch wirken und eben wirklich den Dreck schön mitnehmen. Das eben geht ganz schnell, ein, zwei Umdrehungen vor jedem Spielen, kann man immer machen. Selten sollte man dann eventuell eben bei groben Verschmutzungen noch eine Tiefenreinigung vornehmen, das aber auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Wichtig ist, dass ihr hier kein Leitungswasser nehmt, denn das beinhaltet ja Kalk und andere Sachen, die wir nicht auf der Platte haben möchten. Deswegen entweder destilliertes oder noch besser entionisiertes Wasser verwenden. Könnt ihr ganz normal kaufen, das ist kein großes Hexenwerk.
Auf jeden Fall auch kein Spülmittel dann verwenden, denn das kann ebenfalls unerwünschte Inhaltsstoffe enthalten. Deswegen davon Abstand halten. Wenn ihr euch selber eine Reinigungslösung anmischen möchtet, dann nehmt ihr einfach einen Tropfen Alkohol, am besten Isopropanol und das Netzmittel Mirasol. Damit könnt ihr eben dann sehr gut ein Reinigungskonzentrat selber herstellen. Oder das Ganze gibt es natürlich auch kommerziell einfach zu kaufen. Ja, kostet dann halt natürlich mehr Geld, aber ist deutlich einfacher. Und nach der Reinigung ist es dann wichtig, dass ihr die Platten mit einem Mikrofasertuch wieder reinigt, eben ja, trocken macht und auf jeden Fall, auf keinen Fall mit Küchenpapier oder eben Papiertüchern irgendwas in dieser Richtung, denn da können sich natürlich dann Fasern lösen, die dann wiederum in der Platte hängen und dann hat das Reinigen gerade gar nichts gebracht. Deswegen ganz, ganz wichtig, aufpassen. Und es gibt natürlich auch alternativ noch Plattenwaschmaschinen. Das kostet natürlich auch wieder Geld, aber ist auf jeden Fall auch noch eine gute Möglichkeit. Falls ihr eine Reparatur an eurer Platte vornehmen möchtet, weil es eben eine sehr besondere ist, weil sie euch sehr am Herzen liegt, weil sie sehr selten ist, sehr teuer war, whatever, kann es ja mal passieren, dass euch eure Platte etwas verbiegt. Und um das Ganze wieder zu beheben, könnt ihr die Schallplatte zwischen zwei Glasscheiben legen, euren Ofen auf 70 Grad ungefähr aufheizen, also eine halbe Stunde lang aufheizen, dass er wirklich konstant auch diese Temperatur hat. Und dann legt ihr nur 1 bis 2 Minuten, also eben nicht 30 Minuten, sondern nur 1 bis 2 Minuten, diese Platte zwischen den Scheiben in den Ofen, dass sie sich etwas erwärmt. Und dann nehmt ihr sie direkt wieder raus und beschwert das Ganze noch mit einem schweren Gegenstand, was auch immer das dann sein möge, und lasst das Ganze abkühlen. Dann sollte eure Schallplatte eigentlich wieder ziemlich gerade sein und eben diese klassischen Wellen ja, ausgebeult sein sozusagen. Und ihr könnt dann alternativ, auch falls euch das zu viel eckt oder zu gefährlich ist, eure Platten in die Sonne legen und dann einen Record Flattener benutzen. Das ist etwas auch, wo ihr eure Schallplatte einklemmen könnt. Könnt ihr einfach mal googeln. Oder es gibt auch eine noch kommerziellere Variante und das ist ein Schallplattenbügler. Der kostet logischerweise auch wieder Geld. Je nachdem eben, wie wertvoll eure Plattensammlung ist, macht das Sinn. Gerade bei Control Vinyls zum Beispiel, also Timecode Platten, wird sich das auf jeden Fall nicht lohnen, denn das sind ja keine besonderen Stücke. Da kauft ihr am besten einfach eine neue. Ja, wenn das Problem auftritt, dass das Mittelloch der Schallplatte zu klein ist, dann könnt ihr das mit einem Schmirgelpapier etwas ausschleifen und es größer machen, damit es eben auf die Spitze in der Mitte des Plattentellers passt. Und alternativ, wenn es zu groß ist, dann könnt ihr zu Hause ein kleines Klebeband nehmen und das sozusagen reinlegen, reinkleben, um ja, den Durchmesser zu verringern. Aber wenn ihr das zum Beispiel erst merkt beim Spielen mitten auf dem Gig, ihr habt kein Tape dabei, dann könnt ihr zum Beispiel ein Taschentuch nehmen, das über die Spitze des Plattentellers in der Mitte legen und dann eben eure Schallplatte drüber. Das ist auf jeden Fall auch ein kleiner, kurzer, schneller Tipp. Jetzt noch zu den Systemen, wo die Nadel ja dran steckt. Und zwar wird durch die Bewegung der Nadel auf der Schallplatte, also dem Vinyl ja, in dieser Rille, Körperschall erzeugt. Und durch eben die Bewegung der Nadel dann im System, die ja durch die Unebenheiten in der Rille der Schallplatte ausgelöst werden, kann dann eben dieser Körperschall erzeugt werden, der dann wiederum in elektrische Signale umgewandelt wird, die dann durch den Tonarm sozusagen weitergeschickt werden. Das Ganze läuft so, dass man eine Spule hat, das kann ein Moving Coil sein oder man hat einen Magnet, das wird dann auch Moving Magnet genannt. Oder man hat im System eine Kombination aus beidem, das ist dann ein Moving Iron und der wandelt dann wiederum den Körperschall mittels Induktion elektrische Signale um und eben diese elektrischen Signale als Audiosignal dann werden ja weitergeleitet. So wird also dann im Endeffekt
aus einer ja, mechanischen Bewegung auf der Platte jetzt erstmal ein elektrisches Signal. Diese Abkürzungen MM, MI, MC findet ihr dann eben auch auf den ja, Produktbeschreibungen von den Systemen. Deswegen auch wichtig, dass ihr das wisst. Es wird unterschieden zwischen dem Halbzoll-Standard und dem SME-Bajonettverschluss, also dem Direct Mount, dazu dann gleich. Und beim Halbzoll-Standard wird mit Schrauben eben das System am Headshell mutiert. Und das bietet natürlich eine sehr genaue Einstellungsmöglichkeit des Spurfehlwinkels zum Beispiel und auch des Nadelüberhangs. Also hier habt ihr wirklich ja, genaue Kontrolle über das, wie euer System aufgehangen ist am Tonarm. Das ist beim SME-Bajonettverschluss auf jeden Fall nicht so. SME kommt von Scale Model Equipment Company aus den UK. Und das hat einfach nur eine einfache Gewindeschraube. Also das sind diese klassischen länglichen Systeme, die man kennt, die man nur dran hält, einmal rumdreht, fertig. Halbzoll-Standard sehen eben meistens komplex aus. Und hier hat man dann natürlich keine Einstellungsmöglichkeiten mehr, denn die Nadel wird vorne einfach aufgesteckt und eben hinten einmal rumgedreht und das war's. Auf jeden Fall deutlich einfacher zu handeln, aber dadurch natürlich auch weniger Einstellungsmöglichkeiten. Die Concorde-Systeme mit dem SME-Bajonettverschluss, die haben immer einen 52 mm Nadelüberhang. Das ist auch wichtig zu wissen. Und das Moving Magnet System, das hatten wir ja gerade eben schon angesprochen, also die sind durch ihre hohe Anzahl der Windungen, eben der Spule, am lautesten. Das hat dann zur Folge, dass man eine hohe Ausgangsspannung hat und das ist am besten gegen Störsignale und auch der Rauschabstand ist dadurch am größten. Schaut außerdem, dass ihr nicht verschiedene Bodies und Nadeln verwendet, also dass sie immer zusammengehören. Es gibt ja Systeme, die als komplettes verkauft werden, am besten eben von einer Firma ein Modell passend zusammen kaufen. Denn hier sind die eben genau aufeinander abgestimmt. Es passt alles gut zusammen, blöd gesagt, dass eben diese ganze Übertragung und Umwandlung auch wirklich gut funktioniert. Wenn ihr das aber doch mal macht, dass ihr eben da verschiedene Varianten verwendet, dann schaut, dass ihr euch bei der Auflagekraft nach der Nadel richtet und nicht nach dem System. Denn die ist ja auch die im Prinzip, die ja die Platte berührt. Jetzt noch zum Tonarm, haben wir ja immer wieder jetzt schon angeschnitten, einige Sachen, die man da einstellen kann. Es gibt ja zwei verschiedene Tonartbauweisen sozusagen. Und das ist zum einen der gebogene Tonarm, der eignet sich vor allem für die klassische Spielweise, eben da er robust ist und ruhig läuft, hat eben diesen klassischen Nadelüberhang von 52 mm. Der gerade Tonarm eignet sich eher für Turntablists, da er sehr sicher läuft. Also wir wollen ja, dass die Nadel dann nicht springt, obwohl viel ja, Action am Turntable ist. Und hier ist der Nadelüberhang 50 mm. Das ist eben ein wichtiger Grund, warum manche solche und andere wiederum solche Tonarmbauweisen verwenden. Dann habt ihr ja noch ein Schraubgewicht, was normalerweise dem Turntable beigelegt ist. Das ist ein kleines Gewicht, das könnt ihr hinten an den Tonarmen noch ans Ende dran schrauben. Nicht vorne an der Platte, sondern an der anderen Seite. Das hat üblicherweise 10 Gramm und ist für besonders schwere Tonabnehmer, also Systeme, gedacht, um da eben dagegen zu wirken. Falls das System eben schwerer als 10 Gramm ohne die Headshell ist und ja, wird ganz hinten angeschraubt, wenn selbst das klassische Gewicht, das ja für das Auflagegewicht zuständig ist, im Prinzip nicht mehr ausreicht. Ja, das Gegengewicht, gerade natürlich schon angesprochen, ist ein Gegengewicht, das ja immer am Tonarm hinten dran ist. Je nachdem, wie groß die Auflagekraft, also die Gegenkraft sein soll für dieses System, wird das eben weiter raus oder reingedreht. Dazu dann gleich mehr im Hands-on-Video. Und die Hersteller der Nadel und des Systems geben an, wie hoch das sein soll. Je nachdem eben stellt ihr das ein. Dazu gleich auch noch mehr. Außerdem empfehlen wir euch immer einen Fiberpen dabei zu haben. Der hat im Prinzip feine Glasfasern vorne an der Spitze
und das eignet sich vor allem sehr gut zum Reinigen der Kontakte vom System, wenn eben mal Schwierigkeiten gibt bei der Übertragung. Das gibt's gerne mal. Viele DJs nehmen dann einfach ein bisschen Spucke oder lecken die Kontakte mal ab, um da das schön zu überbrücken. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass die Kontakte ein bisschen verrostet sind. Vielleicht ja auch, weil schon ein bisschen zu viel Spucke drauf gelandet ist. Und deswegen eignet sich der Fiber Pen dafür auf jeden Fall sehr gut. Was ihr auch noch als DJ mit viel Platten auf jeden Fall dabei haben solltet, ist ein Druckluftspray. Denn das hilft euch dann noch gegen Staub und andere Verschmutzungen am Tonarm, wenn ihr da wirklich gute Einstellungen vornehmen möchtet oder eben auch mal die Nadel oder das System von Staub befreien möchtet, dann hilft sowas auf jeden Fall wunderbar. So, noch zum Anti-Skating oder eben auch Skating. Das Skating ist nämlich die normale Kraft, die sich immer im Prinzip auf den Tonarm auswirkt. Und das Anti-Skating ist eine künstliche Kraft, die wir erzeugen, um dem natürlichen Skating entgegenzuwirken. Denn das Skating ist eben die Zentripetalkraft, die den Tonarm durch die Drehung des Plattentellers in die Mitte des Plattentellers zieht. Das hat ja zur Folge, dass dann die innere Seite, im Prinzip die innere Flanke der Rille an der Vinyl besonders stark beansprucht wird. Auch jetzt die Nadel zum Beispiel ja einseitig eher belastet wird, und das wollen wir vermeiden. Wir wollen ja, dass die Nadel schön mittig und ja, klar und deutlich durch die Rille läuft, und deswegen wird am Tonarm das Anti-Skating erzeugt, um eben diesen sauberen Rillenlauf zu ermöglichen. Das hängt immer davon ab, wie hoch ist die Auflagekraft, was für eine Nadel habt ihr, eben elliptisch oder sphärisch und so weiter. Also da gibt es einige Parameter, die das Ganze beeinflussen. Das werdet ihr dann aber auch sehen, je nachdem, welches System ihr euch zulegt. Man kann jetzt mal über den Daumen ganz grob sagen, dass das Anti-Skating üblicherweise so groß ist wie die Auflagekraft. Und die steht ja auch eben immer bei den Nadeln und Systemen dabei. Ausnahmesituation für die Scratch-DJs ist, dass das Anti-Skating nicht gleich der Auflagekraft sein sollte, sondern eher der Hälfte. Denn bei Scratches oder beim Back-Cueing dreht man die Platte ja logischerweise zurück. Das heißt, hier hat man ja die Kraft dann wieder umgekehrt. Ja? Das heißt, hier wird die Nadel dann eher an die äußere Flanke der Rille gedrückt, und wenn dann eben auch noch das Anti-Skating dazukommt, dass ja die, den Tonarm auch immer noch weiter nach außen drückt, dann begünstigt das natürlich, dass die Nadel aus der Rille springt. Das möchten wir vermeiden und deswegen eher nur die Hälfte. Kommen wir jetzt zum Tonarm einstellen, denn ein Tonarm ist ja ein sehr komplexes Konstrukt. Und das muss ja natürlich, je nachdem eben was für ein System ihr benutzt und so weiter, muss ja genau eingestellt werden. Deswegen gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt mit euch gemeinsam durch, wie man das macht. Und zwar machen wir das auf jeden Fall auch noch in der Praxis gleich, aber erst schon mal hier so wie als Art To-Do-Liste. Als erstes stellt ihr das Anti-Skating mal auf 0, das ist ein kleines Rädchen. Dann nehmt ihr den Tonarm und ausbalanciert den mit dem Gegengewicht, dass er eben parallel sozusagen waagerecht in der Luft schwebt. Und wenn dem so ist, dann ist an dem Gegengewicht ein, ja, wie so eine Art Ringmaß mit einem Zahlenstreifen drauf, und den stellt ihr dann auf 0. Da ist dann auch natürlich ein Pfeil, was jetzt dann eben gerade eingestellt ist, und dann stellt ihr das auf 0, ohne aber das Gegengewicht weiter zu verändern. Als nächstes stellt ihr dann das Gegengewicht und das Anti-Skating so ein, wie ihr es eben machen müsst, je nachdem, was für ein System ihr benutzt. Und dann stellt ihr noch die Tonarmhöhe ein. Denn ihr könnt ja die Gesamthöhe von dem ganzen Tonarm, von dem ganzen Konstrukt, dem ganzen Aufbau könnt ihr verändern. Und normalerweise sollte es so sein, dass der Tonarm parallel dann zum Plattenteller, zur Platte verläuft, wenn die Nadel aufliegt. Das heißt eben, die Nadel sollte nicht so auf der Platte aufliegen, sondern eben so. Und Scratch-DJs machen das aber so,
dass die das Ganze ein bisschen höher einstellen, dass die Nadel halt blöd gesagt eher ein bisschen von oben kommt, dass das Auflagegewicht noch höher ist. Warum eben? Weil wir wollen ja das Nadelspringen vermeiden. Wenn ihr da noch ein Halbzoll-System habt, eben keinen SME-Bajonettverschluss, dann habt ihr ja noch diese tollen vielen Einstellungsmöglichkeiten. Das kommt danach dann auch noch. Dafür gibt es extra Schablonen. Und da müsst ihr euch dann natürlich auch nach den individuellen Einstellungen von euch richten. Das können wir jetzt logischerweise so pauschal nicht sagen. Das ist auf jeden Fall die Reihenfolge und die ist auch wichtig, genauso einzuhalten. Wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, dann könnt ihr noch kontrollieren, ob das Ganze, was ihr da eingestellt habt, auch so richtig ist. Und das könnt ihr mit einer Testschallplatte machen. Da gibt es spezielle Schallplatten, die, wenn sie sozusagen abgespielt werden, in Verbindung mit einer Software am Computer dann ein optisches Feedback euch geben. Da könnt ihr dann schauen, ob es eben alles perfekt eingestellt ist. Das ist eher für die Klangfetischisten unter euch, vielleicht auch eher für den privaten Gebrauch. Aber wichtig zu wissen auf jeden Fall, dass es sowas gibt. Die meisten arbeiten mit einer Blanco-Vinyl, die auch nicht die perfekte Lösung ist, aber auf jeden Fall besser als nichts. Blanco-Vinyl deswegen, weil wirklich gar nichts auf dieser Schallplatte drauf ist. Sie ist komplett blank, eben glatt. Und wenn ihr dann mal den Tonarm aufsetzt, sollte sich der Tonarm weder nach innen noch nach außen bewegen. Es ist insofern halt nicht ganz optimal, da diese Platte ja keinen Widerstand hat. Das heißt, es ist nicht komplett realistisch. Aber auf jeden Fall ist schon mal ein guter Check, weil wenn ihr seht, der Tonarm fliegt innerhalb kürzester Zeit eben komplett raus oder rein, wisst ihr schon, hier stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht. Ihr könnt dann außerdem natürlich euch nach dieser Daumenformel richten, aber wir wollen es ja noch ein bisschen genauer wissen. Wenn dann eventuell der Anti-Skating-Wert höher ist, als die Skala es an eurem Turntable zulässt, kann ja sein, weil er vielleicht etwas älter ist und es halt damals noch nicht so weit ging, dann wählt ihr halt einfach den höchstmöglichen Wert und alternativ könnt ihr dann auch noch das Auflagegewicht etwas senken, dass ihr da dem Ganzen ein bisschen entgegenkommt. So, dann beschäftigen wir uns noch mit dem Digital Vinyl System, haben wir ja ganz am Anfang der Lektion schon erwähnt. Hier gehen wir jetzt nochmal näher rein. Und zwar ist das eben die Symbiose im Prinzip aus Oldschool und Newschool. Denn cool ist, dass man hier die DJ-Software kontrollieren, steuern kann im Prinzip durch den Turntable zum Beispiel. Geht auch mit dem CD-Player als Timecode-CD. Wir sind jetzt aber gerade in der Turntable-Lektion, deswegen hat man eine Timecode-Schallplatte, mit der man dann eben die DJ-Software steuern kann. Hier wird sozusagen imitiert, dass der Track sich auf dem Schallplattenspieler, auf der Schallplatte wirklich befindet, obwohl er ja aus dem Computer abgespielt wird. Ja, logischerweise braucht ihr dafür ein Turntable oder, klar, auch gerade schon erwähnt, dann eben einen CD-Player mit der Timecode CD. Außerdem ein Interface für die ganzen Anschlüsse oder eben einen Mixer mit Interface. Auf jeden Fall, klar, auch wieder ein Mixer. Und den Computer mit entsprechender Software. Wichtig ist hier, dass Timecode nicht gleich Timecode ist und die Hersteller sich untereinander mal wieder nicht mögen. Das heißt, ihr könnt nicht einfach eine Timecode-Schallplatte vom einen Hersteller nehmen und sie für ein anderes DJ-Programm benutzen. Das muss leider alles zusammenpassen. Deswegen seid da vorsichtig. Und das Timecode-Medium beinhaltet ja eben logischerweise keinen richtigen Track, deswegen es wird ja so imitiert, sondern dieses Timecode-Medium beinhaltet lediglich einen durchgehenden Ton. Der verändert sich und mit der Zeit eben, dass man ja weiß, an welcher Stelle jetzt der Schallplatte man gerade ist und auch die Veränderung des Tones durch das, was ihr tut. Das heißt zum Beispiel das Anhalten, es kommt kein Ton mehr oder durch den Pitch Fader, dass ihr hier die Geschwindigkeit verändert, verändert ja auch wiederum den Ton. Diese Veränderung wird von der DJ-Software ausgelesen und dann interpretiert und in Aktionen dann sozusagen in der Software umgewandelt. Sprich, kommt kein Ton mehr von der Timecode-Vinyl, wird der Track angehalten. Wird er höher und schneller,
wird der Track auch schneller in der Software. So habt ihr dann natürlich die geile Möglichkeit, dass ihr mit diesem Art Oldschool Medium Schallplatte und Turntable arbeiten könnt. Das heißt, ihr habt hier die Haptik, ihr habt den Funktionsumfang, wie eben als wäre der Track auf der Schallplatte, habt aber darüber hinaus eben noch diese unbegrenzten Möglichkeiten einer DJ-Software, viele coole Funktionen und könnt das Ganze kombinieren. Deswegen halt vor allem auch für Turntablists und Hip-Hop-DJs besonders interessant. Es gibt dann noch den Unterschied zwischen dem absoluten Modus und dem relativen Modus. Das erklären wir auf jeden Fall auch nochmal ausgiebiger in der Software-Lektion dann von den einzelnen DJ-Softwares. Aber trotzdem jetzt hier schon mal vorweggenommen, ist der relative Modus eben relativ und nicht absolut, wie der Name schon sagt. Und deswegen wird hier im Prinzip lediglich unterschieden, ob überhaupt ein Signal ankommt oder nicht und im Prinzip, was mit dem Signal passiert. Es ist aber vollkommen irrelevant, an welcher Stelle der Schallplatte die Nadel aufliegt. Ihr könnt dann zum Beispiel eben die Nadel ganz außen am Anfang der Schallplatte auflegen und sobald die Nadel die Platte berührt, wird der Track loslaufen, eben am Beginn des Tracks in der Software. Das würde aber genauso auch passieren, wenn ihr die Nadel irgendwo in der Mitte oder schon fast am Ende auflegt. Denn beim relativen Modus eben spielt es absolut keine Rolle, an welcher Stelle die Nadel aufgelegt wird. Auch wenn ihr dann, während der Track läuft, mal die Nadel versetzt oder vielleicht auch die Nadel springt. Deswegen spielen die meisten Turntablists, wenn sie DVS nutzen, auch im relativen Modus, weil gerade bei der ganzen Action es schon immer mal wieder vorkommen kann, dass die Nadel springt. Eben wird das nur dazu führen, dass der Track kurz stoppt, aber sobald eben es wieder weiterläuft, der Track auch genau an dieser Stelle weiterläuft. Beim absoluten Modus ist es eben so, dass es auch berücksichtigt wird, an welcher Stelle der Platte die Nadel auflegt. Und der Track dann auch genau an diese Stelle springt, im Verhältnis zu dem, wie weit innen ihr zum Beispiel schon an der Schallplatte seid. Wenn ihr also die Schallplatte von Beginn an abspielt, dann startet der Track in der Software auch am Anfang. Versetzt ihr aber dann die Nadel immer weiter in Richtung Mitte, wird der Track auch immer weiter springen in eurer Software. Das hat natürlich den Vorteil, dass ihr eben noch realistischer imitieren könnt, dass der Song auf dieser Schallplatte ist, birgt aber eben zum Beispiel auch das Risiko des Nadelspringens. Und ansonsten unterscheiden sich die Kontrollmöglichkeiten natürlich nicht, genauso eben, wenn das Signal unterbrochen wird. Trotzdem habt ihr natürlich alle anderen Funktionsmöglichkeiten weiterhin gleich. Wenn ihr das Signal unterbrecht, dadurch, dass ihr die Platte stoppt oder den Tonarm anhebt, dann wird bei beiden Varianten der Track stoppen. Geht's weiter, geht auch der Track weiter. Eben, einziger Unterschied, ihr habt beim absoluten Modus die Nadel etwas versetzt, dann geht's an einer anderen Stelle weiter. Pitch, Fader, Geschwindigkeitsverstellung und so weiter ist natürlich auch bei beiden gleich. Also eben im Prinzip nur der große wichtige Unterschied. Beim absoluten Modus zählt auch die Position der Nadel auf der Timecode-Vinyl. Diese Platten kosten natürlich Geld, aber sind jetzt nicht unfassbar rar oder eben unfassbar teuer. Deswegen ist es eben klar, keine besondere Schallplatte, die ihr auf ewig beschützen und aufheben müsst. Insofern sie einfach verschlissen ist, was eben bei Turntablists regelmäßig vorkommt, fliegt die weg und ihr kauft euch einfach eine neue. Es ist ja wichtig, dass die besonders gut ausgelesen werden kann, dass die Qualität dieser Platte noch sehr gut ist, weil ansonsten ja eben die Steuerung in eurer Software davon abhängt. Ihr solltet sie deswegen logischerweise trotzdem auch pfleglich behandeln. Und auch vorhin schon erwähnt, die Platte muss auch zur Software und eventuell auch eben Hardware passen. Das System beim DVS muss natürlich nicht besonders hochwertig sein. Wichtig ist eher, dass es sicher und stabil läuft, denn eben es muss ja nicht wirklich der Track von der Platte abgelesen werden, sondern nur in Anführungszeichen das Signal. Es ist wichtig, dass das stark und kräftig ankommt. Deswegen förderlich für eine gute Abtastung ist eben, wenn ihr euch eine harte Nadelaufhängung zulegt. Ihr sorgt dafür, dass ihr eine hohe Ausgangsspannung erzeugt mit einem Moving Magnet System.
haben wir ja vorhin schon besprochen, warum das sinnvoll ist, als auch mit einer sphärischen Nadel. Das empfiehlt sich da auf jeden Fall am ehesten und damit fahrt ihr dann auch sicher und in einer guten Performance steht nichts im Weg. Jetzt haben wir natürlich auch wieder extrem viel Theorie erstmal hier runtergebetet und damit das Ganze auch wirklich ja, gut hängen bleibt und verständlich ist, sehen wir uns dann wieder in der Praxishälfte.